Vom Heft Nummer 4, Geistlicher Kampf, die Lektion Nummer 7. Und das ist auch der Anfang vom zweiten Teil. Und die heutige Lektion, aktive Heiligung. Das Heft im Umschlag, auf dem Umschlag steht Geistlicher Kampf. Aber schon auf der ersten Seite steht Geistlicher Kampf und aktive Heiligung. Ich wollte nicht den ganzen Satz auf dem Umschlag schreiben. Was auch, ne, das eine ergänzt das andere. Geistlicher Kampf, im Grunde ist das nur, ne, ein Synonym von Heiligung. Ja, weil man kämpft gegen Satan, weil er will, dass wir sündigen, dass wir, ne, wie jetzt Bileam sagte, dieses Volk können wir nicht besiegen, nur durch die Verführung, nur durch die Sünde kann sich das Volk selbst quasi den Segen vom Segen entfernen, ne? Und so der Teufel, ne? Der will, dass wir uns vom Segen entfernen, von Gott entfernen, dadurch, dass wir sündigen, dass wir die Heiligung nicht halten. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. 2. Korinther 7, 1. Ganz starker Vers, ganz starker Vers. Weil ja Heiligkeit ist eine Sache, die Gott macht. Gott heiligt uns. Das hören wir öfter. Gott heiligt uns. Und hier steht es auch zur Vollendung der Heiligkeit. Das heißt, okay, die Heiligkeit haben wir, die Heiligung. Oder ne, die Heiligkeit haben wir. Gott hat das uns Heilige gemacht, indem er unsere Sünde vergeben hat. Aber hier sehen wir zwei Wörter oder zwei Ausdrücke, die hier, ich sag mal so, die andere Seite dieser gleichen Münze zeigt. So wollen wir uns reinigen. Ne? Und dieses wir uns ist das heißt grammatikalisch ein Reflexiv. Das heißt, wir uns heißt eine Sache, die wir selber machen und die wir in uns selber machen. Das heißt, wollen wir uns Reinigung von aller Befleckung des Fleisches. Das heißt, wir Menschen, wir Christen sollen uns reinigen, sauber machen. Ne, und das ist die andere Seite der gleichen Münze. Es gibt Leute, die das nicht verstehen. Die sagen, Gott heiligt uns, Punkt, Ende. Und ich sage, nein, die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, Gott heiligt uns, das heißt, er vergibt unsere Sünden, aber das ist quasi der Ausgangspunkt. Das ist ein neuer Anfang, aber dieser neue Anfang ist nicht ein Ende, sondern es geht weiter hiermit. Wir sollen uns reinigen. Das heißt, ich sage immer den Leuten, was bedeutet Heiligung? Dann, ich sage so, willst du wissen, was Heiligung ist, sondern halt dich fest am Stuhl. Dann sage ich das hier. Heiligung heißt, dass wir uns reinigen. Wir uns reinigen. Und da steht es, wir uns reinigen. Wir sollen uns reinigen. Das heißt, wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott heiligt uns. Mit welcher Methode? Okay, als wir uns bekehrt haben, hat er unsere Sünden vergeben. Das war schon Teil seiner Methode der Heiligung. Aber welche andere Methode hat er heute, um uns zu reinigen? Die Methode heißt, er kommt mit dem Heiligen Geist und ich sage mal so im übertragenen Sinn, flüstert uns ins Ohr, was wir tun sollen oder nicht tun sollen. Er flüstert uns und sagt, tu das oder tu das nicht. Das heißt, er flüstert uns, aber die Frage ist, ja, werden wir gehorchen? Werden wir das tun, was er uns zuflüstert? Oder werden wir ungehorsam sein? Werden wir rebellisch sein? Werden wir taube Ohren machen? Und das ist die Frage. Das heißt, der Heilige Geist, der heiligt uns, okay, aber er heiligt uns nicht trotz uns, nein, sondern mit uns. Er erzwingt uns nicht zur Heiligung. Er nimmt uns nicht, ich sage mal so, im Kragen und sagt so, jetzt
werde ich dich heiligen oder so. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt, ne, an der Kasse im Supermarkt sind und da merken, dass die Kassiererin sich, ne, verzählt hat, ne, und dann kommt schon der Teufel und sagt, schau mal, ne, hier, du verdienst 1 Euro oder so, ne, oder 2 oder 5 Euro, freu dich dran, ne, und dann kommt der Heilige Geist und sagt, nein, du musst das zurückgeben, ne. Was tun wir, ne? Und das ist unsere Entscheidung, ob wir das tun oder nicht tun, was der Heilige Geist uns vorschlägt. Unsere Entscheidung. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir da zurückgehen und sagen, hier, Sie haben sich verzählt, hier die 5 Euro zurück, ne? Das heißt, okay, das haben wir gemacht, aber der Heilige Geist hat es uns gesagt, wir sollen das tun. Deswegen ist es, ne, auch eine Arbeit des Heiligen Geistes. Es ist eine Arbeit von ihm, aber es ist auch eine Arbeit von uns zusammen. Ganz klar, ne? Das ist gar nicht schwer zu verstehen, ne? Und hier steht es, zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Er sagt praktisch, ne, die Heiligkeit hat ja angefangen, indem unsere Sünden vergeben wurde, ja, aber die muss dann auch zu Ende gebracht werden. Wenn wir jetzt sagen, ah, meine Sünden wurden vergeben, als ich mich bekehrt habe. Alles klar, jetzt, was heißt es? Ja, wieder sündigen und so weiter. Ja, dann wurde die Arbeit angefangen, aber nicht zu Ende gebracht. Deswegen, die Arbeit muss zu Ende gebracht haben. Und deswegen steht es ihr, so wollen wir uns reinigen. Ne? Und hier von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das heißt, die Heiligung, die geschieht immer in 3 Ebenen. Geist, Seele und Fleisch. Und hier werden 2 davon genannt. Fleisch und Geist. Ja, welches dann der Unterschied? Ja, Fleisch ist ganz klar. Jetzt Unzucht und solche Sachen. Stehlen und so. Ne? Und der Seele, ne, Befleckung der Seele, böse Gedanken und des Geistes, dass man jetzt unser geistliches Leben nicht mehr so ernst nimmt und so weiter, dass wir nicht mehr den Kontakt zu Gott so sehr pflegen und so weiter. Ja, weil Heiligung bedeutet auch Widmung. Etwas heiligen, ja, früher als im Alten Testament, als man gesagt hat, so jetzt werden wir dieses Gegenstand heiligen, hieß es, wir widmen es zum Gebrauch im Tempel oder in der Stiftshütte. Widmen, das wird ab jetzt nur noch für den Gottesdienst benutzt. Und das bedeutet Heiligung, dass unser Leben nur noch für den Gottesdienst benutzt wird. Ne? Römer 12, 1. Ne? Unser vernünftiger Gottesdienst ist unser Leben. Unser Leben ist der Gottesdienst. Das heißt, dass wir uns widmen. Heiligen heißt, ich gehöre jetzt nur noch Gott. Ich bin ein Gegenstand im Tempel Gottes sozusagen. Alles, was ich tue, ist für Gott. Das ist die Heiligung. Aber möchte ich euch von einem Punkt überzeugen, und das heißt aktive Heiligung. Was ist da der Unterschied? Gibt es eine passive Heiligung und gibt es eine aktive Heiligung? Ne, wichtig, für mich wird es wichtig werden, dass ihr das versteht. Gut, auf der nächsten Seite Missverstände. Und verdrehte Meinungen über Heiligung. Ja, wenn man so sagt, ja, ich will mich heiligen oder ich bin für die Heiligung, ne, dann denken viele, du bist hochmütig, du denkst, du bist was Besseres, ne, und so, ne. Es gibt Leute, die sowas sagen, ne. Es gibt Leute, die sagen, ja, pass auf mit denen, die Heiligung suchen, ne? Das heißt, würde ich teilweise zustimmen. Es gibt Leute, die jetzt die Heiligung in einer gesetzlichen Art und Weise sehen, das ist auch nicht so gut. Aber Heiligung ist eine biblische Lehre. Wir werden dazu aufgefordert. Die Bibel, ne, die sagt, ne, trachtet nach der Heiligung und wer, ne, das nicht tut, wird Gott nicht sehen. Ne? Trachtet nach der Heiligung. Heiligung ist eine biblische Lehre. Ich weiß nicht, ob ich euch schon diese Gegebenheit erzählt habe von meiner Jugend, aus meiner Jugend.
von diesem Jugendtreffen, wo dieser Jugendlicher da geredet hat über Heiligung. Habe ich das schon euch erzählt? Okay, dann erzähle ich das ganz schnell. Als ich so 18 Jahre alt war, ist die Jugendgruppe von der Stadt, wo ich in zur Jugendgruppe gegangen bin, die hieß Guaramiri. Mit dieser Gruppe sind wir zu einer anderen Stadt eine Jugendgruppe besuchen. Diese Stadt hieß Joinville und da war eine ganz große Jugendgruppe versammelt und wollten so was machen, wie die Jugendlichen immer machen. Ne, singen und zusammen was unternehmen. Vielleicht hier, damals hat man hier Tischtennis gespielt und solche Sachen. Aber da gab es auch eine Andacht und ein Jugendlicher wurde eingeladen, diese Andacht zu halten. Und dann hat er gesagt, Leute, hat Gott mir aufs Herz gelegt, über das Thema Heiligung zu reden. Und dann habe ich sofort gedacht, ne, ja, das wird ganz schnell gehen, ja, weil Heiligung, ne, das ist so ein Thema, was da irgendwie in der untersten Schublade der Bibel ist. So zwei, drei Bibelverse über dieses Thema gibt es vielleicht. Ne? So habe ich gedacht. Ne? Und dann hat er angefangen, ne, hat einen Bibelvers genommen, hat das gelesen und hat ein bisschen geredet. Dann hat er einen zweiten Bibelvers genommen, hat diesen Bibelvers kommentiert. Und dann hat er einen dritten Bibelvers genommen, hat diesen Vers kommentiert. Und dann dachte ich, ja, okay, dann ist es schon zu Ende oder so. Die drei Verse, die über dieses Thema reden, hat er schon ausgeschöpft. Und dann hat er einen vierten Vers genommen und den kommentiert. Und dann einen fünften Vers genommen und das kommentiert. Und nach 20 Minuten, wo er das gemacht hat, ne, dann fingen an, die Jugendlichen so ein bisschen nervös zu werden, weil normalerweise dauert das noch solche, ne, Predigt 15 Minuten. Nach 20 Minuten, dann fingen die an, schon so auf der Uhr zu zeigen mit dem Finger. Und dann hat er gesagt, ja, nur noch ein bisschen, ganz schnell, bin gleich fertig. Ne, dann hat er noch einen Bibelvers genommen, auch so ein bisschen kommentiert, noch einen Bibelvers. Und er hat 40 Minuten geredet. Und ganz schnell, immer nur ganz schnell kommentiert jeden Vers. Und diese Gegebenheit hat mich beeindruckt fürs Leben. Weil ich habe gemerkt, ich wusste nicht, dass es so viele Texte in der Bibel gibt über das Thema Heiligung. Ich wusste das nicht. Ab diesem Tag habe ich gesagt, nee, Thema Heiligung ist wichtig. Das ist, ich sage mal so, gebrandmarkt worden in meiner Seele. Dieses Thema ist wichtig. Ja, die Bibel, die fordert uns auf zur Heiligung. Das ist keine Option. Die Bibel sagt nicht, ja, wer sich heiligen möchte, da, ne, der kriegt einen besonderen Platz im Himmel. Nein, es steht, wer nicht nach der Heiligung jagt, ne, der wird Gott nicht sehen. Hebräer 12, 14. Ne? Es gibt auch Leute, wenn man. Punkt Nummer zwei, es gibt auch Leute, wenn man über das Thema Heiligung redet, dann denken die, oder wenn man sagt, ja, ich bin für die Heiligung oder ich heilige mich, ne, dann denken die, man möchte die Errettung bezahlen. Ne, okay, das ist ja ein falscher Gedanke, die Errettung bezahlen. Es gibt Leute, die wirklich so ticken, die denken, ja, ich muss jetzt ein perfekter Mensch werden, damit ich im Himmel komme. Ne? Das heißt, sie denken, dass sie quasi den Eingang zum Himmel durch ihre gute Werke oder durch ihren guten Benehmen bezahlen. Das ist, okay, ganz falsche Idee, ganz falsche Idee. Aber, falsche Idee, ja, weil Jesus den Preis bezahlt hat. Ne? Ja? Aber, was sagt die Bibel? Ne? 1. Thessalonicher 4, 3. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott will das, Gott möchte das. Ja, warum nicht, dass wir unsere Errettung bezahlen? Ja, aber warum denn? Ja, warum denn sonst? Ja, weil wir damit den Gott zeigen, der in uns lebt. Ja, deswegen diese 10 Gebote, diese Geschichte mit den 10 Geboten, die ich vielleicht euch schon mal ein paar Mal erzählt habe, schikaniert habe mit dieser Idee, ne, was auf Portugiesisch die 10 Gebote anders sind als auf Deutsch. Habe ich das schon euch schon erzählt? Ja.
Okay, ne, ganz schnell, dass in der deutschen Bibel es steht, du sollst nicht töten oder du sollst nicht stehlen. Ne? Und auf Portugiesisch steht das völlig anders. Es steht, não matarás, não furtarás. Und das bedeutet, du wirst nicht töten, du wirst nicht stehlen. Und alle anderen Gebote das gleiche, du wirst nicht. Das heißt im Sinne von, ich bin Gott, dein Herr, du wirst nicht töten. Das heißt, wenn Gott unser Gott ist, dann werden wir diese Sachen nicht tun. Und deswegen ist die Heiligung wichtig, weil die Heiligung zeigt, wer unser Gott ist. Er zeigt, ne, wenn wir Gott lieben, wenn wir Gott in unserem Herz haben, dann tun wir die Sachen nicht. Das ist der Punkt. Und deswegen die Heiligung. Wer sich nicht heiligt, wer weiterhin sündigt, der zeigt mit seinen Taten, dass ihm die Moralvorstellung Gottes nicht interessieren. Oder das, ne, das ist, da habe ich die Worte nicht ganz gut gewählt. Wie kann man sagen, wie kann man so sagen, welchen Vergleich könnte ich hier machen? Ne? Ich sage mal so, es gibt Menschen, die jetzt extrem sauber sind oder die ein bisschen fanatisch sind für Sauberkeit, die ihre Wohnung putzen und glänzend haben und so weiter. Das heißt, wenn jetzt eine Person mit dieser Person zusammenwohnen möchte, dann müsste diese zweite Person dann auch in diesem System, ne, mitmachen. Ansonsten wird da Streit geben, ne? Dann werden sich gleich streiten und die erste will sagen, raus, ne? Du passt hier nicht rein, ne? Wenn du auch nicht so sauber bist wie ich, ne? Dann passt du hier in meiner Wohnung nicht rein. Ne? Und ja, genau so ist es auch mit Gott. Gott ist heilig und Heiligkeit, ne? Wie stellen wir uns das vor? Ich stelle mir das vor wie jetzt so ein ganz starkes, strahlendes, weißes Licht, ne? Oder so. Das heißt, oder Sauberkeit. Deswegen hat auch der Apostel Paulus hier dieses Wort benutzt, ne? Wir uns reinigen, reinigen, sauber, sauber sein, ne? Das heißt, Gott ist sauber. Lass mich da so dieses Wort benutzen, ne? Das heißt, er ist unbefleckt, er hat keine Sünde, er hat nichts Schmutziges an sich. Und wenn Menschen jetzt sich ihm nähern wollen, aber voll verschmutzt sind, ne, dann wird Gott das nicht mögen, das nicht wollen. Er wird sich davor ekeln, ne, und sagen, raus mit dir, ne, und so, ne. Das heißt, das Beispiel ist gar nicht schlecht, ne. Das heißt, wenn wir mit Gott wandeln wollen, dann müssen wir uns auch anpassen in seine Art, wie er ist. Und er ist halt sauber von aller Befleckung. Und deswegen, ne, wenn jemand sich nicht heiligt, ne, dann ekelt das Gott, ne? Ja. Und auch, okay, Punkt Nummer 3, wenn man so redet, ja, ich will mich heiligen oder ich heilige mich, dann können einige auf die Reaktion kommen und sagen, aber Heilige sind doch die katholischen Heilige. Die katholische Kirche, die hat ihre Heilige, ne? Willst du auch da eine Statue haben in der katholischen Kirche von dir oder so, ne? Ja, weil die Menschen nicht wissen, was die Bibel, ne, unter dem Wort Heiligung versteht. Das ist, ne, ein Punkt, was wir erklären müssen. Ja, steht 1. Korinther und viele, viele andere Texte, 1. Korinther Vers 1 und 2, ne, ihr Heilige, ne? Und das heißt, die ersten Christen haben sich, ne, als Heilige begrüßt, ne? Und in Brasilien machen das ein paar Leute. Das klingt so ganz komisch, wenn man das zum ersten Mal hört, ne, dass die Leute kommen und fragen, wie geht's dir, Heiliger? Ne? Klingt so ganz, ne, komisch, ne? Und wenn jemand zu euch kommt, wie geht's, Heilige? Ne? Wie geht's, heilige Paula? Wie geht's, heilige Luise? Ne? Alles klar, ne? Und so, ne? Klingt erstmal ganz komisch, ne? Aber ich sage, biblisch ist das nicht ganz falsch, ne? Die Bibel hat das so. Und ich kann mir das vorstellen, dass die ersten Christen sowas Ähnliches gemacht haben. Ja, weil der Apostel Paulus, der hat genau das gemacht. Er hatte die Christen in Korinth als Heilige angesprochen. Ne? Deswegen das mit der katholischen Kirche, ne, das ist eine Ablenkung. Ja, wir sind Heilige.
Wir sind Heilige Gottes. Wir sind, ne? Ja, unsere Sünden wurden vergeben und wir wollen die Sünde nicht mehr tun. Wir strengen uns an, die Sünde abzusagen, zu meiden. Ne? Deswegen dürfen wir uns heilig nennen, weil wir leben auf dem Weg der Heiligung. Dann würden einige hier sagen, das heißt, du meinst, du kannst fehlerfrei leben, du kannst ohne Sünde leben. Das ist nicht so. Niemand kann sündenfrei leben. Ne? Niemand kann sündenfrei leben, aber da ist schon ein Unterschied zwischen den Menschen, die die Sünde lieben und mögen, und die Menschen, die die Sünde meiden und hassen. Das ist schon ein Unterschied. Deswegen dürfen wir das nicht akzeptieren, dass man uns Sünder nennt. Wir sind keine Sünder, das heißt Sünder im Sinne von Menschen, die die Sünde lieben und mögen und sich in Schlamm wälzen. Nein, wir sind nur Sünder im Sinne von, ja, dass wir manchmal ausrutschen. Okay, in diesem Sinn sind wir, ich sage mal so, wir stehen unter der Möglichkeit der Sünde. Aber wir stehen nicht unter dem Zeichen der Sünde. Das ist was anderes. Wir wurden errettet, wir wurden gewaschen, wir wurden sauber gemacht und jetzt versuchen wir uns auch sauber zu halten. Deswegen sind wir nicht mehr Sünder, wir sind Heilige. Ne? Das ist so ein bisschen schwer, das ja unter der Zunge zergehen zu lassen. Ne? Aber es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die die Sünde lieben und es gibt die Menschen, die die Sünde meiden. Und wir sind von dieser zweiten Gruppe. Deswegen können wir uns Heilige nennen. Es heißt nicht, dass wir perfekt sind. Aber es heißt, dass wir uns anstrengen, immer das zu tun, was Gott will. Ja? Heilige sind, das mit den katholischen Heiligen ist ganz schlimm. In Brasilien ist das sehr stark, dass die Katholiken immer die Heilige verehren und teilweise anbeten und so. Ganz schlimm, hier in Deutschland ist es vielleicht nicht so schlimm, aber trotzdem haben die immer so Statuen von Heiligen und von Maria und so weiter. Und deswegen, ja, ist nicht umsonst, ne, dass der Feind solche Systeme den Leuten in den Kopf gelegt hat. Ne, weil dann die Menschen diese Wahrheit hier nicht erkennen. Ja, weil in der katholischen Kirche sagen die, alle sind Sünder. Wie auch in der Landeskirche sagt man so, alle sind Sünder. Ja, okay, in der Landeskirche ist das so, dass alle, ne, das heißt die meisten, nicht alle, aber die meisten Mitglieder der Landeskirche sind Sünder. Das heißt, die mögen die Sünde. Deswegen ist es kein Problem zu sagen, die sind Sünder. Aber wir mögen die Sünde nicht, deswegen wollen wir nicht, dass man uns Sünder nennt. Ja. 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 Heilige sind alle, die Jesus gehorchen, 1. Korinther 6,2. Ja, das ist, ne, das ist alles verbunden. Man kann nicht sagen, alle, du gehorchst Jesus, dann bist du ein Heiliger. Ja, das ist nicht so eine Regel, die man hier begrenzen kann. Das heißt, gehorchen ist ein Synonym für Glaube und ist auch ein Synonym für Heiligung. Okay, klar, Glaube, Heiligung und Gehorchen ist alles quasi das Gleiche. Es geht immer um das Gleiche. Das heißt, im Einklang mit Gott, mit dem Wille Gottes zu leben. Heilige wird im Neuen Testament gebraucht als Synonym für Nachfolger Jesu, zum Beispiel Apostelgeschichte 26,10. Und wenn wir sagen, ja, Spitzname, ne, Spitzname. In meiner Jugend, in meiner Kindheit hatten viele Leute Spitznamen. Ne? Einige meiner Kollegen haben sich geärgert über ihre Spitznamen und andere vielleicht auch nicht. Und ich, als ich ja zum Gymnasium gegangen bin, da haben die mich Kaninchen einen Spitznamen gegeben, ne? Weil meine Zähne so ein bisschen nach vorne waren. Ne? In der Zeit, wo ich noch keine
dieses Gerät da an den Zähnen hatte. Wie heißt das? Zahnspange, genau. Ne? In der Zeit, wo ich noch keine Zahnspange hatte, dann waren meine Zähne so ein bisschen nach vorne und dann haben mich Kaninchen den Spitznamen gegeben. Was ich damit bezwecken will, das hier zu nennen. Das heißt, ja, warum haben sie mir diesen Spitznamen gegeben? Ja, weil ich diese Zähne hatte. Das heißt, es gab da einen Grund dafür. Und so auch, ja, warum wurden die ersten Christen Heilige genannt? Ja, es gab einen Grund dafür. Und was war denn der Grund? Ja, weil sie sich benommen haben in der Heiligung. Das ist der Punkt. Das heißt, man kann nicht jetzt einen Spitznamen geben, Heiliger, zu einer Person, die, ne, nur das Böse tut. Das passt nicht zusammen. Ne? Das heißt, eine Person, die immer nur das Böse tut, die stiehlt, die Drogen nimmt und so weiter, kann man nur den Spitznamen geben, Teufel oder so, und nicht Heiliger. Ne? Das heißt, der Spitzname hat damit zu tun, wie die Person ist oder lebt und so weiter. Und deswegen im Neuen Testament wurden die Nachfolger Jesu Heilige genannt. Ja, warum wohl? Ja, weil sie sich, ich sage so, meistens zumindest in einer abgehobene Art und Weise benommen haben. Sie sich anders verhalten haben als die Weltlichen. Das ist der Punkt. Ja. Nächste Überschrift, Heiligung. Unsere Heiligung kommt aus der Heiligkeit Gottes. Ja, was ich vorher erklärt habe, dieser Mensch, der da in einer ne, blitzende, saubere Wohnung lebt, ne? Und so, ja, Gott, der ist sauber, ne? Und Gott will, dass sein Volk heilig seid. Und Petrus zitiert aus dem Alten Testament, ne? Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, diesen Vers sollen wir verstehen. Das heißt, ja, Gott ist heilig, er mag, ne? Wenn ich jetzt ein anderes Wort benutze anstatt heilig, ich sage, ich benutze hier das Wort Sauberkeit, was, ja, okay, nicht ganz so heilig bedeutet, aber damit wir das besser verstehen, wir sagen, Gott ist sauber oder ihr sollt sauber sein, denn Gott ist sauber. Ne? Das heißt, wir sollen Gott ähneln, damit wir auch eine Beziehung mit ihm haben können, damit die Beziehung mit ihm überhaupt möglich ist. Dann müssen wir uns anpassen an die Art und Weise, wie er ist, an die Sachen, die er mag. Ne? Und er ist heilig, er mag die Heiligkeit und deswegen müssen wir uns auch so benehmen, so verhalten oder so denken. Es geht nicht nur um Handlungen, es geht auch um Gedanken. Ja, Heiligung kommt aus Gott. Das heißt, er ist unser Vorbild, aber es ist auch die Kraft. Wenn wir wissen wollen, was Heiligung ist, dann müssen wir auf Gott schauen, schauen, wie er ist, wie er handelt. Gott ist die Wahrheit. Gott respektiert, Gott liebt. Und so weiter. Und dann können wir da ableiten, wie wir sein sollen. Und er gibt uns auch die Kraft, das heißt durch den Heiligen Geist, durch Gebet und er schützt uns und so weiter, die Kraft, damit wir kämpfen gegen die Sünde. Ja, und die Heiligung ist die Folge, dass wir einen heiligen Gott dienen, der in uns wohnt. Wenn Gott in uns wohnt, dann wollen wir immer mehr das, was Gott gefällt. Ein paar interessante Sachen hier. Das Ziel Gottes für unser Leben. Unsere Heiligung ist das eigentliche Ziel, das Gott für uns vorgesehen hat vor Grundlegung der Welt. Sehr interessanter Vers, erst Epheser 1,4. Lass mal sehen, bitte, Luise, lies mal bitte diesen Vers hier vor. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Epheser 1, 4. Lies dann bitte auch den nächsten Vers. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4, 3a. Gut.
diese interessanten Themen. Gott hat uns auserwählt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Und es gibt Leute, die das hier durcheinander werfen und sagen, ja, Gott hat uns auserwählt. Und sagt, ja, das heißt, Gott hat uns auserwählt. Und dann hat er vielleicht andere Menschen nicht auserwählt. Oder vielleicht sind wir nicht auserwählt und so weiter. Es gibt Leute, die das auseinanderbringen. Und was ich sage, ist, nein, der Kern dieser Aussage ist dieser Satz, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. Das heißt, Gott hat alle Menschen auserwählt zur Heiligung. Aber nicht alle erreichen die Heiligung. Das heißt, Gott hatte das Ziel, Gott möchte, dass alle Menschen dieses Ziel erreichen, aber nicht alle erreichen dieses Ziel. Da gibt es Leute, die sagen, ja, aber schau mal, Gott, wenn Gott sich was vornimmt, dann muss er das erreichen. Dann erreicht er das auch. Dann sage ich, nein, nein, das stimmt nicht, weil wenn Gott für alle Menschen das Ziel der Heiligung hat, ja, warum heiligen sich nicht alle Menschen? Ja, weil Gott denen den freien Willen gegeben hat. Und ich gebe da ein Beispiel. Ich benutze hier das Beispiel von einem olympischen Pfeil- und Bogenschützen. Bogenschützen. Einen olympischen Bogenschützen. Das heißt, ich kenne mich mit olympischen Spielen nicht gut aus. Ich schaue die nicht. Aber zumindest haben so die paar Details habe ich irgendwo gesehen in einer Reportage, ne, dass diese Bogenschütze in den Olympischen Spielen, die haben diese Bögen von denen, die sind viele, viele tausend Euro teuer, ne, weil die ja so fein gemacht werden, ne, so kalibriert und so perfekt und so. Und auch diese Pfeile, die kosten, ich weiß nicht, jedes Pfeil davon kostet, weil nicht wie viele hunderte Euros, ne? Weil es so perfekt gemacht wurde. Ne? Aber die Frage ist, erreicht jedes dieser Bogen das Schwarze im Zentrum? Ne? Die Antwort ist nein. Das heißt, der Bogenschütze, der übt und übt und übt und trotzdem schafft er es nicht, immer ins Schwarze zu treffen. Ne? Warum? Hat er jetzt nicht gezielt? Ne? Hat er mit Absicht hier irgendwo anders hingezielt? Nein, er hat aufs Schwarze gezielt. Er schaut immer, ne? Er zieht den Pfeil und schaut ins Schwarze und lässt, ne? Es los. Aber trotzdem trifft es nicht immer ins Schwarze. Das heißt, trotz aller Vorbereitung, aller Organisation, da gibt es immer was stört. Vielleicht der Wind. Ne? Der Wind weht und dieser Pfeil wurde vom Wind abgelenkt. Vielleicht. Und so ähnlich. Ne? Gott will, dass wir heilig sind, dass alle Menschen gerettet werden. Da steht geschrieben, Gott will, dass alle gerettet werden. Aber werden alle gerettet? Nein. Warum? Ja, weil dazwischen, ne? Zwischen, ne? Wenn der Pfeil aus dem Bogen fliegt, ne, dann hat er, ich sage mal so, eine Millisekunde Zeit, um vom Wind oder ne, abgelenkt zu werden. Und so haben wir die Zeit in unserem Leben vom Feind abgelenkt zu werden. Ja. Aber Gott will das, Gott möchte das. Gott erwartet die Heiligung von uns, denn das ist der Wille Gottes. Ja. Gott will das, Gott möchte das, ja klar. Ja klar, ne. Wenn, ne, ich sag mal so, wenn man jetzt die Wohnung putzt, ne, wenn man beim gleichen Beispiel bleibt, wenn man jetzt die Wohnung putzt und dann kommt jemand zu Besuch, der jetzt die Schuhe nicht auszieht und die sind voller Dreck und so, ne, das mögen wir nicht, ne? Und so ähnlich, ne, Gott mag die Heiligung. Er mag, wenn Menschen sich säubern, sich putzen, bevor sie zu ihm gehen. Ja. Hier, ganz interessant, hatte ich schon vorher erwähnt, 1. Korinther 1, 2, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, 1. Korinther 1, 2a. Ja, dieser Vers ist so ein bisschen irreführend, das heißt, es wird nicht so ganz klar, was dieser Vers bedeutet, aber wenn man den ein paar Mal liest oder vielleicht mit einigen anderen
Übersetzungen vergleicht, dann kann man sehen, dass hier zwei Aussagen gemacht werden. An die Geheiligten in Christus Jesus, das heißt, der macht eine Behauptung, die schon steht, das heißt, die Mitglieder der Gemeinde in Korinth, die sind geheiligt, das heißt, die wurden schon geheiligt. Aber dann steht es an die berufenen Heiligen. Das heißt, die wurden auch berufen, Heilige zu sein. Und das ist, was ich die ganze Zeit behaupte. Man wurde heilig gemacht in der Bekehrung, aber man ist auch berufen, heilig zu werden oder zu bleiben. In der Heiligung zu bleiben. Berufen. Gott möchte das. Gott lädt uns ein. Und das ist vielleicht nicht so leicht zu verstehen, aber das heißt, Gott sagt, okay, jetzt hast du dich bekehrt, jetzt wurden deine Sünden vergeben, jetzt schau mal, dass du nicht weiter sündigst, dass du nicht zurückfällst zum alten Leben, zum breiten Weg. Grund der Errettung, der Grund, warum Jesus uns errettet hat, ist, uns heilig vor Gott darzustellen. So wird verständlich, warum Heiligung unbedingt notwendig für das ewige Leben ist. Kolosser 1,22, sehr wichtiger Vers. Das heißt, Jesus hat uns errettet, um uns heilig vor Gott vorzustellen. Stellt euch das mal vor. Wenn Jesus jetzt vor Gott kommt und sagt, Gott, schau mal hier der Rolf, schau mal, wie heilig er ist, oder schau mal, die Person so und so, wie heilig er ist. Das heißt, nur die Vorstellung gibt mir schon eine Gänsehaut und lässt mich denken, ich so heilig. Aber die Bibel sagt, dass Jesus will das. Er will uns und er wird es auch tun. Das heißt, wenn man jetzt erwarten würde, dass jeder Mensch 100% fehlerfrei ist, damit er von Jesus vor dem Vater als heilig vorgestellt wird, dann würde niemand vorgestellt werden. Deswegen, wenn es den Christen gilt, dann gilt es auch für uns, auch wenn wir unsere Fehler haben, die wir aus Versehen getan haben. Das ist immer der Punkt. Hebräer 12, 14 habe ich schon öfter erwähnt, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Hebräer 12, 14. Ganz klar. Jagen. Jagen bedeutet doch, sich anstrengen, sich bemühen um der Heiligung, ohne niemand den Herrn sehen wird. Ja, wer sich nicht heiligt, der zeigt durch seine Handlungen, durch sein Benehmen, dass ihm die Heiligkeit Gottes nicht interessiert und deswegen im Grunde auch Gott nicht interessiert. Wie jetzt dieses Beispiel von einer Person, die jetzt mit dreckigen Schuhen ins Haus reinkommt. Dann, wenn man die anspricht und sagt, ja, schau mal, warum bist du ja mit dreckigen Schuhen reingekommen? Mein Haus ist doch blitzsauber. Würde diese Person sagen, vielleicht, ja, aber ich bin hier, um dich zu besuchen. Das Haus interessiert mich nicht. Das heißt, und wenn Gott sagt, seid heilig, damit ihr mich sehen könnt. Und jemand sagt, ja, aber ich will Gott sehen und nicht seine Heiligkeit. Aber das ist einfach verbunden. Das sind Sachen, die verbunden sind. So wie uns mit unserem Haus. Wir sind irgendwie schon verbunden mit unserem Haus. Das sind schon Sachen, die irgendwie zusammen sind. Wenn wir jetzt Besuch bekommen, möchten wir, dass das Besuch auch die Regeln des Hauses und die Organisation des Hauses auch respektieren und nicht hier so sich benehmen wie in einem Schweinestall oder so. Das heißt, dieser Beispiel, ich denke, dass dieses Beispiel passt auch mit Gott. Wenn man jetzt zum Himmel gehen will, dann muss man auch die Regeln des Himmels auch gehorchen. Wissen, im Himmel gibt es das Böse, das Hässliche, die Sünde und so weiter, gibt es diese Sachen nicht. Wenn man da rein will, dann muss man diese Sachen lassen. Wann geschieht Heiligung? Ja, in zwei Momente. Wie 1. Korinther 1, 2 ganz schön zeigt. Zwei Momente. Ja, die ist augenblicklich. Wenn man sich bekehrt in diesem Augenblick, wo
wurde man ja gewaschen, gesäubert, vergeben. Aber es ist auch ein Prozess. Das heißt, ne, dass man immer sich immer verbessert, dass man sich immer weiter säubert, dass man immer gegen das Böse kämpft, dass man immer mehr das Gute sucht. Der Prozess der Heiligung dauert das Leben lang. Deswegen heißt es auch Heiligung. Ja, weil Heiligkeit, ne, ist eine geschlossene Sache, ist eine vollendete Sache. Und Heiligung ist ein Prozess. Ein Prozess. Und ne, man ist immer in diesem Prozess der Säuberung. Gut, auf der nächsten Seite, Seite 42. Nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Na, so kommen wir zum Thema aktive Heiligung. Das ist na, der Teil, was ich wirklich möchte, dass ihr versteht. Diese Sache mit der aktiven Heiligung. Nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Als ich noch nicht bekehrt war, habe ich mich oft gefragt, ist diese Handlung Sünde? Darf ich das tun oder nicht? Ist das Sünde oder nicht? Das heißt, das ist so eine Schwarz-Weiß-Denkweise. Das heißt, ich versuche, dass diese Schwarz-Weiß-Denkweise zu verbildlichen, indem ich hier das zum Extrem extremisiere. Wie kann man das sagen? Ne? Ich sage es mal so, es gibt Leute, die denken, bestimmte Sachen sind Sünde und bestimmte Sachen sind nicht Sünde. Die Sachen, die Sünde sind, darf man kein einziges Mal im Leben machen. Und wenn man die einmal im Leben macht, dann geht man zur Hölle. Und die anderen Sachen, die nicht Sünde sind, die kann man tausendmal am Tag machen und es ist kein Problem. Das ist diese Schwarz-Weiß-Denkweise und die ist falsch. Die ist falsch. Nicht alles, was nicht Sünde ist, ist gut. Ja? Lasst euch das unter die Zunge zergehen. Nicht alles, was nicht Sünde ist, ist gut. Ist empfehlenswert. Es gibt vieles, was nicht Sünde ist, aber uns nicht weiterbringt, uns nicht hilft und nicht erbaulich ist. Ich habe hier eine Zeichnung gemacht, die schon im Heft Nummer 1 auch hatte. Ne, das mit der Sünde, Bekehrung, Übertretungen, Last, Verfehlungen und Heiligung. Diese Zeichnung, mit dieser Zeichnung will ich das hier verdeutlichen, was passiert in der Bekehrung. Bei der Bekehrung ist ein Strich von oben nach unten. Ein Strich, das heißt, die Sünde müssen wir hinter uns lassen. Das heißt, bei der Bekehrung da geht es weiter mit einem Halbgrau. Halbgrau geht es weiter. Vor der Bekehrung ist schwarz, hundertprozentig schwarz. Und nach der Bekehrung geht es weiter, nicht mit hundertprozentig schwarz, sondern mit 50%. Ja, wenn ihr euch so mit Zeichnung, Computerzeichnung auskennt, dann wisst ihr, dass diese Graustufen, die gehen von 0 bis 100 sozusagen. Das heißt, 0 ist schwarz. Und 100 ist weiß, versteht ihr? Und hier, ne, das heißt, nach der Bekehrung geht es weiter mit 50%, das heißt mit halbgrau, mittelgrau. Und es geht ne, bis zum Weiß. Warum habe ich hier mittelgrau genommen und nicht schwarz? Weil es gibt links davor Sünde. Und Sünde kann man hier in Epheser 5,19 lesen, ne? Die Werke des Fleisches sind dies und das und das und das. Wer das tut, wird das Recht Gottes nicht erben. Das heißt, die Sünde, das sind diese bösen Sachen. Du sollst nicht stehlen, Ehe brechen und töten und so weiter. Das heißt, die Sachen, die ganz böse sind, wer solche Sachen tut, wird das Recht Gottes nicht erben. Das sind ganz deutlich, klar und deutlich böse Taten. Das sind die schwarzen Sachen sozusagen hier in der Zeichnung. Und dann kommt die Bekehrung. Aber Bekehrung heißt nicht, dass wir schon weiß geworden sind. Das heißt, diese Zeichnung, okay, die ist ja nicht hundertprozentig perfekt. Das heißt, aber was ich hier damit meine ist, da fängt ein Prozess an. Und dieser Prozess, ne, der geht, fängt mit hier mit halbgrau an, mittelgrau und geht immer Richtung weiß.
Und da gibt es Übertretungen, da gibt es Last, da gibt es Verfehlungen. Das heißt, diese Wörter habe ich aus den Bibelverse genommen, wie hier Hebräer 12, 1 und so weiter. Verse, die Wörter, die die Bibel benutzt, um das hier zu erklären. Das heißt, Sachen, die nicht Sünde sind, aber auch nicht gut sind. Das ist der Punkt. Sachen, die nicht Sünde sind, aber nicht gut sind. Und das ist die Hälfte vom Prozess, wenn wir das verstehen. Wenn wir verstehen, es gibt viele Sachen, die nicht Sünde sind. Zum Beispiel einen Film zu gucken. Zum Beispiel. Es ist vielleicht ist nicht Sünde, aber es ist auch nicht gut. Und das heißt, ein Christ, der sich heiligt, er denkt, ich muss aber in dieser Richtung gehen. Ich muss die Sachen verlassen, die nicht gut sind, die mich nicht erbauen, die mich nicht geistig erbauen. Ich kann nicht immer in der untersten Ebene bleiben, immer nur denken, ja, wichtig ist, dass ich errettet bin, alles andere interessiert mich nicht. Nein, ich bin errettet, aber jetzt muss ich immer näher zu Gott. Ich muss wachsen in der Ähnlichkeit Christi. Das ist das Ziel, wachsen in der Ähnlichkeit Christi. Ja, und deswegen Heiligung steht unten mit diesen Pfeilen nach rechts. Mit den Pfeilen nach rechts, ja, weil es da anfängt und geht und immer weiter geht, ne, nach rechts. Fängt links an und geht nach rechts. Das heißt, es geht immer, man verbessert sich immer weiter. Man verbessert sich. Und deswegen sollen wir auch nicht Menschen hier kritisieren, die jetzt eher am Anfang dieses Prozesses sind. Weil wenn jemand sich bekehrt hat und dann diese Sünde gelassen hat, Ehebruch, Mord und so weiter, er hat diese Sachen gelassen. Aber er hat noch eine Reihe Sachen, die er tut, die nicht so ganz gut sind. Und deswegen ist es nicht gut, wenn man zu denen geht und sagt, schau mal hier, du machst das und dann machst jenes und dann machst das andere, alles ist falsch, das musst du lassen und so. Ja, das sind Sachen, die nicht Sünde sind. Sachen, die, es gibt viele Sachen, die nicht Sünde sind, die Menschen nicht zur Hölle führen, aber trotzdem nicht gut sind. Und deswegen können wir für diese Menschen beten oder vielleicht hier einen Ratschlag geben oder so. Aber leicht fällt man in der Gesetz, zur Gesetzlichkeit, rutscht man aus auf die Gesetzlichkeit in diesem Bereich, indem man hingeht zu einer Person und sagt, schau mal, hier hast du eine kleine Liste von Sachen, die du jetzt lassen musst, damit du perfekt wirst. Es gibt Leute, die tatsächlich das glauben. Oh, jetzt, wenn ich dies und das mache, dann bin ich perfekt. Und das ist völlig falsch. Das sieht gut aus. Oh, der Bruder, die Schwester will mich helfen. Er sagt mir die Sachen hier, die ich lassen muss. Aber man macht aus der Heiligung, die ein Prozess ist, eine augenblickliche Sache. Und das ist falsch. Man muss immer auf sich achten, ne? Weil die Sünde, die geht tiefer, als man denkt. Die Sünde, die geht im Bereich von zum Beispiel hier, ne? Hochmut und Eitel und eine Menge Sachen, die hier in unserem Herz vorgehen, die Menschen gar nicht sehen, aber Gott sieht. Und deswegen, okay, die Heiligung ist teilweise sichtbar, teilweise äußerlich, aber die ist auch innerlich. Und deswegen müssen wir den Leuten das beibringen. Heiligung bedeutet jeden Tag Gott aufsuchen, jeden Tag unsere Andacht machen, unsere Gebete machen und bieten, dass Gott selber uns zeigt, was wir falsch machen, damit wir es lassen. Das ist die Hälfte der Sachen. Nicht zu sündigen ist nicht das perfekte Ziel. Das ist die Überschrift und ich will dieses Ziel erreichen. Das heißt, diese Zeichnung ist eigentlich nur die Hälfte vom Inhalt dieser Überschrift, weil die andere Hälfte ist der Wille Gottes erreichen. Ja, ich hoffe, ich, ja, ich, gleich komme ich da drauf, gleich komme ich da drauf. Ja? Wichtig, dass ihr das hier versteht. Und das wird euch euer Leben, ich hoffe, das hilft euch auch, euer Leben zu entlasten. Euer Leben zu entlasten, weil viele Christen leben in Angst und in Sorge, ob sie gesündigt haben.
Sünde ist ganz schlimm. Sünde trennt von Gott. Viele machen sich Sorgen, ob sie gesündigt haben. Weil sie jetzt irgendwas gesagt haben, gedacht haben, und dann machen sie sich riesen Sorgen. Und dann sage ich so, okay, Sorgen muss man sich machen, wenn man jetzt tötet oder Ehe bricht oder stiehlt oder hier ganz schlimme Sachen tut. Dann muss man sich sorgen, weil das ist Sünde, da steht ganz klar, das ist dieser schwarze Viereck hier. Aber alles andere, wenn man jetzt ein Wort gesagt hat, was nicht passend war, oder ein Gedanke hatte, was nicht ganz richtig war, das sind diese Übertretungen, diese Verfehlungen, die, ich sage mal so, nicht vereinzelt uns in die Hölle werfen können. Das heißt im Sinne von, was meine ich damit? Ja, wenn man jetzt über viele Wochen und Monate immer viele böse Gedanken hat und denkt, nee, das ist hier nur eine Verfehlung, hier, das ist hier nur eine Übertretung, und das immer pflegt und das immer zulässt in unserem Geist, in unserer Seele, ne, dann plötzlich sind wir vom Glauben abgefallen. Deswegen dürfen wir das hier nicht zulassen. Wir dürfen nicht sagen, ja, okay, kleiner böser Gedanke ist auch kein Problem. Nein, wir sollen das nicht hinnehmen. Wir müssen Vergebung bitten. Wir müssen uns vornehmen, das nicht mehr zu machen. Ne? Okay, ne? Aber zu denken, dass wir in die Hölle gehen wegen einem bösen Gedanken, das ist falsch. Weil in die Hölle gehen oder in den Himmel gehen, hat damit zu tun, ob man Kind Gottes ist oder nicht. Und ein Kind Gottes wird man nicht 10-mal am Tag, oder die Kindheit Gottes verliert man nicht 10-mal am Tag, sondern früher, als man noch nicht bekehrt war, dann war man kein Kind Gottes, man sich bekehrt hat, dann wurde man zu einem Kind Gottes, und das verliert man nur, ich sage mal so, wenn wirklich unsere Beziehung zu Gott langfristig so sehr gestört wird, dass man wirklich, sagen wir so, Gott vergisst oder Gott leugnet und Gott hasst und solche Sachen, dann kann man von Glauben abfallen, aber ansonsten nicht. Das heißt, nur wenn diese Verfehlungen, wenn diese bösen Gedanken oder diese Sünden, die die anderen Menschen nicht sehen, die wir tun, wenn die dann so wachsen in unserem Leben, dass unsere Beziehung zu Gott gestoppt wird, dann schon, okay, dann ist es ein Problem. Aber wenn wir es einmal gemacht haben und dann bereut haben und Buße getan haben und so weiter und da quasi wieder von vorne angefangen haben, dann nicht, dann ist es kein Problem, dann ist es nicht, ja, dann wirft es uns nicht in die Hölle. Der Gedanke eines solchen Farbverlaufs wird gestützt auf Texte wie folgende. Luise, lies mal bitte diesen Vers. Hebräer 12. Genau. Ja, lasst uns diese Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Hebräer 12, Vers 1. Ja, lasst uns jede Last ablegen und die Sünde. Das heißt, er trennt hier, der Autor von dem Hebräerbrief trennt Last und Sünde. Ja, und er sagt nicht, ja, die Last ist kein Problem, ne, sondern nur, dass die Sünde ist ein Problem. Nein, sowohl die Last und sowohl die Sünde sind Probleme. Und deswegen steht es auch in der Bibel, ne, es gibt Sünden zum Tod und es gibt Sünden nicht zum Tod. Das sind Art und Weise, wie die verschiedenen Bibelautoren das Thema angehen. Die sagen, es gibt Sünden, die wirklich schlimm sind, und es gibt Sünden, die, kann man sagen, uns nicht in die Hölle werfen, die nicht gut sind, die wir lassen sollen, aber trotzdem werfen die uns nicht in die Hölle. Das heißt, die machen hier eine Trennung. Und deswegen dieser Farbverlauf, ne, ist dieser Farbverlauf, heißt, wir müssen immer weiter erkennen, was uns stört, was unser geistliches Leben stört. Immer weiter erkennen, was hindert mein geistliches Leben, was, ne, macht mein geistliches Leben schwer, was stört meine Beziehung mit dem Herrn. Ja, Last steht für alles, was nicht Sünde ist.
Naja, aber unsere geistliche Entwicklung und Fortschritt verlangsamt oder stört. Ja. Der Selbstreinigungsprozess hatte ich vorher schon angesprochen. Wir sollen uns reinigen, aber Gott, ja, der reinigt uns auch durch seinen Geist, durch seine Ratschläge, durch die Bibel. Auch wenn wir die Bibel lesen und da Sachen entdecken, die die Bibel uns lehrt, dass dies und das nicht gut ist, ne? Das ist eine Art, wie Gott uns heiligt. Das heißt, er zeigt uns, was wir nicht tun sollen. Aber dann müssen wir das auch dann nicht tun oder tun, ne? Das heißt, wir müssen entsprechend handeln. Nicht nur, es reicht nicht, dass es alles in der Bibel steht. Wir müssen das lesen und das auch umsetzen. Ja. Gott heiligt uns durch das Wort und durch den Heiligen Geist, leitet und inspiriert, lehrt uns, die Sünde zu meiden und das Gute suchen. Wenn wir nicht auf seine Leitung reagieren, sind wir selber daran schuld. Nur mit unserer aktiven Kooperation funktioniert Heiligung. Unsere aktive Kooperation, das heißt, Gott flüstert uns aufs Ohr, tu das oder tu das nicht. Aber ob wir das tun oder nicht, hängt an uns. Deswegen es ist es immer eine Kooperation. Gut, jetzt versuche ich hier ganz konkret zu werden, dass mit der aktiven Heiligung mehr als nicht sündigen. Ne? Weil hier das meiste, was ich bis jetzt geredet habe, hat damit zu tun, Sachen zu unterbinden, Sachen zu lassen, die wir tun, die wir vorher getan haben, aber jetzt nicht mehr tun sollen. Aber das ist nur die Hälfte der Heiligkeit. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir zur Gesetzlichkeit fallen. Wenn wir denken, Heiligkeit bedeutet das Böse nicht mehr tun, dann haben wir die Bibel gar nicht verstanden. Weil in der Bibel steht es ständig, die Werke der Gerechtigkeit, die Werke, die Gott vorbereitet hat, und so weiter. Hier benutze ich den Vers Jakobus 4,17. Paula, lies man diesen bitte vor, diesen Vers. Ja. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, zu dem ist es Sünde, der Jakobus 4,17. Lies mal bitte auch den nächsten. Ja. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der schriftgelehrten Pharisäer nicht weise betrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Matthäus 5,20. Das heißt, die Schriftgelehrten und Pharisäer, ne, die hatten mehr als 500 Gesetze, die die gehorchten. Das heißt, alles, was sie nicht tun sollten. Da stand, du darfst dies nicht tun, das andere nicht tun, das andere nicht tun, das andere nicht tun. Und trotzdem sagt Jesus, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Ja, was meint er damit? Weil die Pharisäer, die Schriftgelehrten und Pharisäer sich nur um eine Seite der Sache gekümmert haben. Das, was man nicht tun soll. Aber es gibt eine andere Seite. Und die diese andere Seite heißt, die Sachen, die Gott möchte, die wir tun. Das ist der Punkt. Die Sache, die Gott will, dass wir tun. Die Pharisäer, die haben sich immer nur gekümmert, um Gott nicht zu missfallen. Gott nicht missfallen. Das heißt, das nicht tun, was Gott nicht gefällt. Aber es gibt eine andere Seite und diese andere heißt, wir sollen uns kümmern um die Sachen, die Gott gefallen, die Gott möchte, die Gott liebt. Und nur wenn wir diese zwei Sachen, diese zwei Arten, diese zwei Einstellungen haben, dann können wir das Ziel unseres Lebens erreichen, weil das Ziel unseres Lebens heißt, Jesus ähneln oder den Willen Gottes zu erfüllen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Und wenn wir immer nur diese eine Hälfte machen, das heißt, zu meiden, was Gott nicht gefällt, ne, dann werden wir nicht die andere Seite erreichen. Heißt,
das zu tun, was Gott will, was wir tun, den Plan Gottes erfüllen. Und das sind zwei Seiten. Okay, wir können nicht sagen, ja, ich tue immer, was Gott will, seinen Wille und so weiter. Und das, was ihm missfällt, das interessiert mich nicht. Ne? Nee, das heißt, das sind die zwei Sachen, müssen schon zusammenlaufen. Okay, ganz klar. Eines ist die Grundlage für das andere. Das heißt, wenn wir den Willen Gottes finden wollen, dann müssen wir auch, ja, sagen wir so, als Ausgangspunkt haben, die Tatsache, dass wir aufgehört haben, ihn zu missfallen, das zu tun, was er nicht will. Okay, das ist schon, ne, quasi eine Grundlage. Zuerst mal aufhören zu tun, die Sachen, die er nicht will. Okay, das ist der Anfang. Aber es muss weitergehen in einer Entdeckungsreise unter der Frage, was will Gott? Was ist der Plan Gottes? Was sind die Werke, die Gott vorbereitet hat für mich? Das ist der Punkt. Das ist die zweite Seite dieser Münze. Und das ist die aktive Heiligung. Aktiv, ja, weil die andere Sache ist die passive Heiligung. Die passive, warum heißt, na, das Wort passiv? Hat damit zu tun. Das heißt, dass man Sachen meidet, dass man Sachen nicht tun. Das ist die passive Heiligung. Aber die aktive Heiligung ist, dass man Sachen tut. Ne? Dass man sich auch sich fragt, was muss ich dann tun? Jetzt weiß ich, was ich nicht tun soll, aber ich will jetzt wissen, was ich tun soll. Und das ist total wichtig, weil viele Christen, die leben in einer ganz starken Spannung. Weil wie kann man sagen, ihr habt schon vielleicht Produkte gesehen, die vakuumverpackt sind. Habt ihr schon irgendwo sowas gesehen? In Brasilien kommt zum Beispiel Kaffee vakuumverpackt. Aber hier in Deutschland auch. Ne? Es gibt so solche Packungen. Wenn man die ein Loch macht, dann ne, macht es so ein Geräusch, so ein Pfff, ne? Ne? Weil dieses vakuumverpackt heißt, die haben die Luft daraus gesaugt. Und wenn man die ein Loch da rein macht, dann saugt es wieder die Luft ein. Ne? Saugt wieder die Luft ein. Und so ein Leben in einer passiven Heiligung, immer versuchen zu meiden, was Gott missfällt. Immer die Sünde meiden, meiden, meiden. Das ist quasi wie so eine Vakuumverpackung im Sinne von, ich darf dies nicht machen, ich darf das andere nicht machen, ich darf dies, muss dies meiden und das ist verboten. Das heißt, alles ist verboten, das darf ich nicht tun. Aber die Sünde, die ist, sagen wir so, interessant. Die Sünde, ne, die ist eine Beschäftigung oder so. Durch die Sünde kann man vieles, ich glaube, so Lustvolles machen. Und deswegen ist die Sünde, ich sage mal so, die Sünde, die drängt sich auf uns. Ne? Weil wenn jemand immer nur versucht, die Sünde zu meinen, nein, ich darf das nicht tun, ich darf das die andere nicht tun, ich darf das andere nicht tun, dann am Ende fühlt man sich wie kann man sagen, von allen Seiten beobachtet und angegriffen. Weil alles will uns versuchen. Ja, warum? Weil man immer in diesem Kampf, ich darf dies nicht machen, ich darf das andere nicht machen. Und deswegen braucht man die aktive Heiligung, damit man das überwindet. Damit man zum Punkt kommt und sagt, ich weiß, was ich nicht haben soll und ich weiß, was ich tun soll. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Sachen, die Gott möchte, die ich tue, die Gott will, die ich tue. Mit diesen Sachen beschäftige ich mich und ich habe Freude daran, das zu tun, was Gott von mir will, das beschäftigt mich. Ich mache diese Sachen. Das heißt, ich bin beschäftigt mit diesen Ideen. Das heißt, ich mache hier einen Tausch. Ich habe die bösen Handlungen durch die guten Handlungen umgetauscht. Und deswegen, ich habe dieses Vakuum wieder gefüllt sozusagen. Und so bin ich viel weniger versucht, das Böse zu tun. Weil ich das Böse durch Gutes umgetauscht habe. Und die Menschen, die das nicht verstanden haben, dass der Wille Gottes eine Suche ist, eine Entdeckungsreise ist, das heißt, dass wir nicht nur fragen sollen, was möchte Gott, dass ich nicht tue, sondern wir sollen uns auch fragen, Gott, was willst du, dass ich tue? Welcher ist dein Plan für mein Leben?
Wer das nicht macht, der bleibt immer in diesem Stress, in dieser Spannung. Er wird versucht, 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 bis er nicht mehr aushält. Aber deswegen ist total wichtig, dass wir diese aktive Heiligung machen, dass wir uns fragen, Gott, was willst du von mir? Weil diese aktive Heiligung hat auch das Problem, dass viel, viel weniger in der Bibel über aktive Heiligung steht, als über passive Heiligung. Warum? Ja, weil die passive Sachen, wie jetzt nicht stehlen, nicht ehebrechen, nicht töten und so weiter, das gelten für alle Menschen der Welt. Deswegen können die auch geschrieben stehen. Aber der Plan, was Gott für mich, für dich, für jeden Einzelnen von euch hat, der ist unterschiedlich. Der ist unterschiedlich und deswegen kann er nicht in der Bibel stehen. Ich finde nicht einen Vers in der Bibel, wo steht, Rolf, geh studieren oder so, im Jahr 2019. Okay, weil ansonsten bräuchten wir hier Millionen Bibeln. Das heißt, es gibt Sachen, die nicht in der Bibel stehen, die wir selber rausfinden müssen, von uns selber, die wir durch Nachdenken, durch Beten, durch die Erleuchtung vom Heiligen Geist und so weiter rausfinden müssen, dass es uns klar wird, wie jetzt diese Arbeit mit Jüngerschaft. In meinem Fall ist ein Beispiel. Warum mache ich diese Arbeit mit Jüngerschaft? Wie viele Menschen gibt es, die diese Arbeit machen? Ich weiß nicht. Ich mache diese Arbeit. Ja, warum? Weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat, genau so zu machen, wie ich es mache. Und das war so eine quasi so eine Entdeckungsreise. Darum benutze ich dann auch so oft dieses Wort. Weil man betet und nachdenkt und geschehen Sachen. Ja, wie Gott uns so führt. In diesem Prozess der Entdeckung, was ist der Plan, was er ganz besonders für mich hat. Hier habe ich eine Überschrift benutzt, Richtungsänderung. Das Verbote meiden ist sehr schwer. Die Lüste des Fleisches mit menschlicher Kraft zu zügeln und zu bremsen unter einer konstanten Ich darf nicht, ich soll nicht, das ist Sünde, zu leben hält niemand aus. Und der wahre Prozess der Heiligung ist im Gegenteil viel einfacher. Es geht bildlich nicht um Bremsen bis zum Stillstand, sondern die Richtung ändern. Ganz klar. Wir sind ein Motor. Der Mensch ist eine Kraftbombe. Der Mensch, wurde geschaffen, um zu schaffen. Gott ist Schöpfer und wir sind ihm ähnlich und wir wollen immer was tun. Und wenn wir vor unserer Bekehrung das Böse getan haben, wir wollen etwas tun. Und wir waren gewöhnt, immer was tun. Okay, das war das Böse dann vor unserer Bekehrung. Und jetzt, wenn man nur sagt, du musst bremsen, du musst aufhören, du musst das nicht mehr tun, dann ist es schwer. Weil ein Auto, was jetzt eingeschaltet ist in einen Gang, zu bremsen ist schwer, weil dann die Bremsklötze, die werden heiß. Und so ähnlich, immer zu sagen, nein, ich darf nicht, das ist verboten, das ist schwer. Deswegen ist die einzige Alternative Richtungsändern. Hier den Lenkrad drehen und in eine andere Richtung zu gehen und dann ist es kein Problem. Das heißt, unsere Energie, was wir früher für das Böse genutzt haben, jetzt benutzen für Gutes. Und dann ist die Heiligung viel, viel leichter. Halleluja. Lass mal sehen. Jetzt ist wieder Luise dran, oder? Ja. Okay, dann lies mal bitte diese zwei letzten Verse. Wann Christus zu uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Und wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. 1. Petrus 4, 1-2. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Philipper 4, Vers 8. In 1. Petrus 4, da steht, nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern den Willen Gottes. Das heißt, tauschen. Die Lüsten der Menschen tauschen um
den Willen Gottes zu tun. Es geht immer um tun. Nicht mehr den Lüsten der Menschen tun, sondern den Willen Gottes tun. Es geht nicht um aufhören zu tun. Nein, es geht um Änderung von das, was man tut. Und das müssen wir verstehen. Deswegen pocke ich so stark auf diesen Ausdruck. Aktive Heiligung. Aktive Heiligung bedeutet, wir müssen entdecken, was will Gott von uns. Und dann können wir viel leichter uns heiligen. Wenn wir wissen, was will Gott von mir, dann tue ich das. Und dann habe ich keine Zeit, mich zu beschäftigen mit bösen Gedanken. Wer beschäftigt ist, der hat keine Zeit, an Sünde zu denken. Und interessant hier Philipper 4,8, im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar und so weiter, darauf sei bedacht. Das heißt, denken und tun, das, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert, wohl, das heißt, das Gute tun, das ist das Ziel. Das sollen wir, darauf sollen wir denken. Und dann haben wir weniger Zeit, dann schenken wir weniger Zeit dem Teufel, dass er uns angreift mit bösen Gedanken. Und deswegen ist die Lösung des Problems der Sünde nicht an aufhören zu sündigen, sondern eine andere Richtung einschlagen. Das heißt, an das Gute, an diesen ganzen Sachen hier, liebenswert, wohllautend und irgendeine Tugend, lobenswert und so weiter, an das sollen wir denken, das sollen wir tun. Ne? Und so, früher waren wir ein Baum, was böse Früchte getragen hat. Und das heißt nicht, böse Früchte weg und jetzt ein unfruchtbares Baum bleiben. Nein, jetzt gute Früchte tragen. Und dann haben wir keine Zeit mehr, um zu denken an den bösen Früchten. Das ist viel leichter. Und deswegen machen sich ganz, ganz viele Menschen das Leben schwer mit der Idee der Heiligung. Und belasten sich sehr schwer mit der Idee der Heiligung, weil sie das hier nicht verstanden haben. Weil sie denken, Heiligung heißt, alles Mögliche nicht mehr tun. Alles, was Spaß macht im Leben, nicht mehr tun. Okay, die Sünde, die macht Spaß. Aber Gutes zu tun macht auch Spaß. Ein Mensch zu helfen oder singen in der Gemeinde und kochen in der Gemeinde und Menschen zu besuchen, Geschwister zu besuchen. Und so vieles im Reich Gottes macht auch Spaß. Dann können wir das eine um das andere tauschen und dann ist es leicht. Deswegen Heiligung ist nicht eine Last. Heiligung ist leicht. Heiligung ist, ist gut. Heiligung ist eine geistliche Erneuerung, eine geistliche Verjüngerung. Dass man fühlt sich jünger, weil man jetzt viele Sachen tut, die wirklich nützlich sind der Menschen. Weil Menschen, die jetzt die Sünde tun, die machen ihr eigenes Leben kaputt und das Leben der anderen Menschen kaputt. Und wir machen das Gegenteil. Wir helfen uns selber, wir machen Sachen, die uns gut tun, und wir machen Sachen, die anderen Menschen gut tun. Das ist viel, viel besser. Unser Leben ist viel mehr erfüllt mit Glück und Freude, wenn wir so leben. Und manchmal denke ich, ich fühle mich wie einer, der gestern zum Leben gekommen ist. Sehr oft denke ich das. Weil, obwohl wir hier viele Schwierigkeiten haben, viele Probleme haben, aber wenn man so weiß, dass Gott uns führt und leitet und erfüllt und uns tolle Ideen gibt, und dann haben wir nie Langeweile. Ein Leben als Christ ist nie langweilig. Ja, warum? Weil Gott uns jeden Tag führt und leitet, und durch das Wort, aber auch durch Gebet, haben immer die Führung des Herrn, damit wir wirklich nützlich sind für die Gemeinde, für Gott. Und dann haben wir auch Freude und dann werden wir uns auch heiligen, dann werden wir die Sünde sogar vergessen, wenn wir uns beschäftigen mit dem Wille Gottes. Und das ist okay, das ist eine Entdeckungsreise. Was wir dann auch später machen werden, später werden wir dieses Thema besprechen, am Ende vom dritten Jahr, was kann ich für Jesus tun, wo wir dann in den
Talenten und Gaben, dass dieses Thema eingehen werden. Welche sind meine Talente? Welche sind meine Gaben? Wie kann ich die entdecken? Wie kann ich die rausfinden? Und so weiter. Und dann wird unser Leben immer erfüllter. Ne? Aber das könnt ihr auch selber heute schon machen. Jeden Tag beten, Gott, was willst du von mir heute? Und Gott wird dir antworten. Ja, wenn du irgendwas Gott fragst, wird dir Gott antworten. Du musst nur aufmerksam zuhören und über den Tag da aufmerksam sein. Wenn du morgens gebetet hast, Gott, zeig mir, was du willst, dass ich tue. Und wenn du nur dieses Gebet gemacht hast und jeden Augenblick des Tages aufmerksam bist und Gott wird mir heute zeigen, was er von mir will, dann wirst du schon merken, dass er dir diese Antwort gibt. Halleluja, Halleluja. Ich lese mal noch vor die vier Fragen, die wir gleich besprechen werden. Frage Nummer 1. Ab heute, wenn du deine Bibel liest, unterstreiche das Verb tun, wenn du es findest. Frage Nummer 2. Wieso ist jeder Jünger ein Heiliger? Frage Nummer 3. Den Satz besprechen, Gott zeigt uns den Weg, laufen müssen wir schon selbst. Und Frage Nummer 4. Wie kann ein neugeborener Christ ein Pharisäer überholen? Amen. Halleluja.